Umstrittene Used-Look, der Gebraucht-Look der Jeans erzeugt. Auch Lee lässt seine Jeans für Kick hier behandeln. Mit Sandpapier werden neue Hemden auf Gebraucht getrimmt. Knochenarbeit, 10 Stunden jeden Tag. Das ist ein Frauenhemd. Wir selbst machen das nicht. Das ist für einen anderen Fabrikanten. Der Kunde, der das bestellt hat, ist H&M. Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Fehlanzeige. Hier wird jetzt ein Harz, ein Bindemittel aufgetragen, irgendein Acrylharz, mit dem ich dann durch das Bügeln diese Struktur fixiere, damit ich hinter im Auswaschprozess diese ausweißen Streifen bekomme. Das sind die Regeln des Jeansmarktes. Die Menschen in den reichen Ländern wollen billige Jeans und sie wollen sie nicht lange tragen. Denn bald schon wollen sie die nächste kaufen. Neue Jeans sollen aber alt aussehen. Die Leidtragenden dieses Modewahns sind die Menschen hier und ihre Umwelt. Umweltbewusstsein in dem Sinne, so wie es bei uns ausgeprägt ist, ist hier leider noch nicht vorhanden. Und das wird noch eine Zeit dauern, bis das wirklich erkannt worden ist und hier optimiert wird und reduziert wird. Das sind leider Prozesse, wie wir sie selber auch durchlebt haben vor 40, 50 Jahren. Und da sind wir natürlich auch gefordert, unterstützend daran teilzuhaben und aus unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben, die anderen partizipieren zu lassen. Doch wollen die Hersteller wirklich auf die Ratschläge eines Nachhaltigkeitsberaters hören? Im Untergeschoss der Fabrik gewinnen wir einen ganz anderen Eindruck. In beißendem Gestank entsteht hier, auch für die Modemarke H&M, der beliebte Used-Look. Das ist ein ganz normaler Produktionsschritt. Alle machen das so. Überall läuft das so. Auch Kinderhosen werden mit dem Bleichmittel bearbeitet. Der Kunde auch hier H&M. Karl Borg-Schulze ist irritiert. Das wollte er uns eigentlich nicht zeigen. Also das Sprühen insgesamt sehe ich als einen kritischen Prozess. Wir haben hier zwar eine relativ gute Belüftung und die Masken sind halbwegs akzeptabel. Dennoch ist das eine Sache, die ich persönlich relativ ungern sehe, weil Chemikalien versprühen insgesamt einfach keine gute Idee ist. Und es ist auch keine gute Idee, die gesamten Chemikalien danach einfach nach draußen zu leiten. Hier gibt es zwar ein Klärsystem, aber mit dem, was wir darunter verstehen, hat es nichts zu tun. Wir brauchen sind klare Vorgaben deutscher Unternehmen, dass sie sagen, wir wollen, dass zunächst mal die lokalen Standards eingehalten werden und dann natürlich gemeinsam zusammen mit der Politik und Verbänden darauf gedrungen wird, dass sich die Standards hier in China entsprechend entwickeln und wir zu einem höheren und größeren Umweltbewusstsein kommen. Doch neue, moderne Kläranlagen kosten viel Geld. Diese Investitionen würden die Jeans teurer machen.